Ein wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Uldi von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Days Gone. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Ja, in der letzten Folge, ihr wisst Bescheid, haben wir hier diesen guten Tunnel von Freaks befreit. Freaks sind hier die sogenannten Zombies. Und wir wollen uns jetzt auf den Weg machen. Ich habe darüber nachgedacht, über das nach Norden fahren. Mein ja. Nach Crazy Willys. Ja? Morgen früh, lass uns die Beute abliefern und losfahren. Ja, yeah, Bruder, das höre ich gern. Ja, sieht doch sehr idyllisch aus hier. Da, deine Freakshow. Jawoll. Shit. Alles voll. Au, oh, auf dem Dach krauchen sie so herum. Oh, ist der hübsch. Shit, wir brauchen mehr Munition. Was hast du vor? Und es wird nicht gut gehen. Du fährst einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich gehe einfach hinten rum, den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauche nicht lang. Gib mir ein paar Minuten. Ich hol das Teil, du kommst zurück, wir hauen ab. Nachdem ich die Verbindung gelegt habe. Du willst wohl unbedingt draufgehen. Wie gesagt, heute noch nicht. Guter Plan. Alter, die rennen aber auch gut schnell hinterher, ne? Okay, unser Kumpel. Okay, wir sollten hier vielleicht irgendwo. Kann man sich hier in den Büschen verstecken, ohne dass wir gesehen werden? Ich weiß es nicht. Krabbler. Los, verpisst euch, ihr kleinen Scheißer. Krabbler? Sind das die Kinderzombies? Kann das sein? Hört sich auf jeden Fall so an. Okay, ich gehe hier mal hinten lang. In der Hoffnung, dass sie mich nicht sehen. Ich hoffe es. Oh, da ist einer. Büsche, hinter Büschen kannst du dich tarnen. Okay, man kann auch Steine schmeißen zur Ablenkung. Das ist natürlich nice. Ist natürlich jetzt auch die Frage, ob wir uns auch ranschleichen können und den von hinten meucheln können. Ah, drücke. Da müsste ich aber näher ran für, oder? Jawoll! Okay. Lampe an, Lampe aus, okay. Okay, was? Ah, da war jemand. Da war jemand. Da! Er hat uns noch nicht gesehen. Er hat uns noch nicht gesehen. Warum habe ich eigentlich so Angst vor Kindern? Jetzt kommt er hier. Okay. Da gibt es nämlich Benzin, oder? Gasoline, Gasoline, Gasoline. Okay, hier geht's nicht weiter. Oh, oh, oh. Sehen die mich? Sind die eigentlich schwieriger zu besiegen? Ich weiß es nicht. Ich würde hier gerne mal ein bisschen mehr rumforschen. Krabbler. Krabbler sind schreckhaft und halten sich üblicherweise an schwer zugänglichen Orten wie Dächern auf. Sie greifen an, wenn sie spüren, dass deine Gesundheit niedrig ist oder du in ihr Revier eindringst. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt der Fall. Ja, so ist gut. Bleibt da oben und euch passiert nichts. Das liegt da hinten. Oh, hier ist noch ein Lappen. Da liegt auch ein Lappen.
Aber ich sollte hier vielleicht mal meine Knarre benutzen. Oh Gott. Die hören sich so nah an. Okay, wir gehen vielleicht einfach mal weiter. Dann können wir das doch auch noch aufknacken, oder? Oh, werden wir gesehen? Weil hinter mir leuchtet's. Fuck. Okay. Was heißt dieses Rote da im Radar? Dass wir gesehen werden oder dass wir... Boah, von wo kommt das alles? Ich höre überall... Ich höre überall Geräusche. Was, der hat mich nicht gesehen? Doch. Okay. Da können wir rein. Oh, da liegt wieder Benzin, oder? Oh, was gibt's hier? Kraut! Heilkraut! Was stand da? Hundskamille. Für was braucht man das denn? Hier gehen wir mal rein. Scheiß aus Papier! Nee, Verband. Dachte, wäre Scheiß aus Papier. Oh, Toilette, aber mal ganz ehrlich, sieht ja richtig clean aus für die Verhältnisse hier. Das sauberste Klo, was ich in einem Zombie-Game gesehen habe, auf jeden Fall. Oh, Baseballschläger, nice. Was ist das? Und was gibt's hier? Ein Kühlschrank? Alter, überall höre ich Stimmen. Beziehungsweise dieses Schmatzen, dieses Grunzen. Oh. Da kriegt man schon so ein bisschen mit der Angst zu tun. Hier wieder einen schönen Verband. Sieht irgendwie aus wie eine Klorolle, oder? Hier ist wieder Hundskamille. Für Brett braucht man die? Weiß es nicht. Ich würde gerne mal so einen Zombie mit der Baseballkeule eins über den Schädel ziehen. Ah, warte mal, da hinten haben wir jetzt die Chance. Oh, kurz mal verstecken hier. Aber den meucheln wir. Zack. Okay. Das ist natürlich die Frage, wo wir hin müssen, ne? Können wir auf jeden Fall einiges looten. In der Hoffnung natürlich, dass hier keine Zombies drin sind. Das weiß man ja immer nicht. Und dann kriegst du plötzlich einen Schreck, wenn er dann vor dir steht. Safe-Kombination. Wir haben eine Safe-Kombination geknackt. Gibt's auch nochmal einen Baseballschläger? Ah, die nutzen sich anscheinend auch ab, weil da stand gerade da Baseballschläger und dann 100%. Aber das wäre natürlich mies. Das wäre richtig mies. Was haben wir hier? Maximal an Munition? Okay. Hier können wir Fernsehen gucken. Hier ist ein PC. Oh. Komplett ausgestattet, derjenige, der hier mal gewohnt hat. Okay, oha. Tür auf. Hier geht's noch weiter. Hier gibt's auch nochmal Benzin oder Kerosin. Oh Gott. Guck mal, wie die hier rumschleichen. Was leuchtet da im Auto? Ist das die Alarmanlage? Das kann gut sein, ne? Büroschlüssel. Halt, warte mal, da ist ein Safe. Was finden wir da drin? Was ist das? Ein Traktor, was ist denn das? Zu werfen. Okay, was soll ein Attraktor sein? Wisst ihr das, Leute? Was ist ein Attraktor? Attraktor. Zur Ablenkung. Eine Attrappe vielleicht? Keine Ahnung. Sagt mir gar nichts, ne? Sagt mir null. Aber wir haben hier noch einen Büroschlüssel gefunden. Für was ist dieser Büroschlüssel? Wir gehen hier mal raus.
Oh Gott. Okay, hier geht's nicht rein, oder? Doch, hier geht's rein. Hier gibt's noch einen Lappen. Ein lecker Lappen. Sterilisierungsmittel? Okay, ja, irgendwie kriegst du langsam mit der Angst zu tun, weil es werden ja immer mehr da draußen, habe ich das Gefühl. Und wo müssen wir jetzt hin? Das ist die Frage. Auf jeden Fall habe ich einen Büroschlüssel gefunden. Wir sollten unsere Knarre unbedingt auswählen. Oh Gott. Flasche, hier gibt es noch ein Ohr auf Nass. Aus der Richtung, von da hinten sind wir gekommen. Ich denke, wir müssen hier lang. Ah, nee, warte mal, auf dem Radar zeigt er mir an, wo ich hin muss. Ich depp. Geh lieber durchs Haus. Oh Gott, das sind ja einige. Aber die anderen da hinten hören mich Gott sei Dank nicht. Aber das ist gut, dass sie nicht so gut hören können. Alter, Schreck, lass nach. Oh, du so, dieses Mistvieh. Was macht es da im Kofferraum? Oh, mein Herz. Heftig. Boah. Mir das Herz doch glatt mal in die Hose gerutscht, Freunde. Geil. Muss auch mal sein, ne? So eine kleine Schrecksekunde. Niceness. Noch nicht. Ich muss noch in Willys Werkstatt. Ah, hier gibt's nochmal. Mit linken Zahn zu. Ich bin an ein paar von diesen Dingern vorbeigefahren, die Teile, die die Ripper bauen. Segel. Ja, das heißt, dass sie hier irgendwo sind. Segel? Ripper bauen Segel? Segel? Habe ich das richtig verstanden? Ah. Okay, was haben wir hier Feines? Ein Motor. Schalldämpfer. Bringe deine Waffe mit einem Schalldämpfer zum Schweigen. Wähle eine kompatible Waffe im Übernehmungsrad und drücke dann an. Geilomat! Wir können sogar einen Schalldämpfer. Warte mal, wie mache ich das? Tatsächlich, wir können für unsere Knarre einen Schalldämpfer anbringen. Wie nice ist das denn? Aber trotzdem, hier sind wir, glaube ich, besser bedient. Wenn wir unsere Schrot hier in der Hand lassen. So, hier geht's raus. Wo geht's da lang? Hier geht's auch raus. Okay. Da hinten geht's rein. Hier gibt's doch das zum Looten. Also Looten, zum Looten findet man hier einiges. Ich glaube, wenn man mal das ein oder andere vergisst, dann ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm. Würde ich jetzt mal behaupten. Können wir hier hoch? Ja, wir können hier hoch. Ah ja. Okay, wir können. Mistvieh bleibt liegen. Jawohl. Ein Medikit, nice. Also man findet auch Medikits. Man findet Lappen. Und so eine sterile Flüssigkeit, wo man dann praktisch das ein oder andere Heilmittel herstellen kann. Kann man nicht hierher? Hier gibt es auch noch was. Hier gibt es Sprit. Hier sind wir aber, glaube ich, hergekommen, glaube ich. Genau. Hier waren wir schon drin. Wir müssen sozusagen jetzt hier irgendwo lang. Aber ich muss woanders rein. Vielleicht geht's übers Dach. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Oh, mehr Krabbler. Verdammt. Lassen wir es hochgehen.
Auf jeden Fall sind die Mistviecher echt schnell hier. Oh Mann. Ich erschieße gerade Kinder. Oder was es auch immer sein soll. Ich bin so böse. Ich bin so böse. Jetzt ist die Frage, kann man das hier hochjagen? Niceness! Oh, wie geil ist das denn? Ich hätte vorher den Lappen noch looten sollen. Es ist bestimmt verbrannt, oder? Hier finden wir... Oh, nee. Lebt noch alles. Eine Bierflasche. Ja. Wir sind ja ein Biker. Wir brauchen ab und zu mal eine Flasche Bier. Stehst du? Okay, wir sind jetzt drin. Da ist er. Ich sollte mal die Taschenlampe anmachen, sonst sehe ich ja hier wieder nichts. Oh, hier gibt's nochmal ein Bierchen. Kann ich gleich noch für. Wie heißt er doch? Hier steht's doch. Boozers. Boozers. Für Boozer. Noch ein schönes Bierchen mitbringen. Auf nass. Du, da kenne ich nix. Da bin ich Kollege, versteht er? Ist überhaupt gar kein Problem. Gar kein Problem. So, hier finden wir noch ein schönes Läppchen. So, was haben wir hier drin? Ich hoffe, da ist nicht wieder ein Kind drin. Da haben wir nochmal Munition auf nass. Das ist doch super. Finden wir doch hier das ein oder andere, was wir hier auch wirklich gebrauchen können. So. Hier gibt's nichts mehr, glaube ich. Hier gibt's noch ein schönes Scheißhaus. Ja, das könnte man wirklich mal sauber machen. Oh, guckt euch das an. Urinstein. Oh. Oh, was haben wir hier? Schrott? Okay. Wir haben es ja auch mit Schrott zu tun. Okay, ich muss jetzt ganz kurz mal gucken, ob wir uns hier noch irgendwie Heilzeug herstellen können. Aber irgendwie sind wir voll. Aber wir können uns Molotows herstellen. Das ist natürlich nice. Werde ich gleich mal drei machen. Was haben wir hier? Fallen. Spezialwaffen. Was war das? Steine? Attraktor. Können wir sowas auch herstellen? Okay, warte mal, ich guck nochmal. Ne, Steine hat man wahrscheinlich unendlich. So einen Attraktor können wir nicht herstellen. Okay, Baseballschläger oder ein Messer auswählen. Ah ja, okay. Also es gibt hier auf jeden Fall einige Sachen, die wir noch zu... die wir noch finden können. Hier ist nochmal Kerosin. Nice. Oh, es hat gerade irgendwie einen Schreck gekriegt. So, jetzt sind wir hier. Wo sind wir hier? Hier muss doch irgendwo eine Benzinpumpe sein. Ja, wahrscheinlich im Auto. Obwohl, können wir die von einem Auto für ein Motorrad die brauchen? Ich weiß nicht, ob das geht. Vorhin haben wir im Auto einen Schalldämpfer gefunden. Jetzt finden wir viermal Schrott. Und jetzt hier nochmal eine Flasche. Stilisierungsmittel, okay. Und hier hinten haben wir dann nochmal Kerosin und Schrott. Okay, das ist natürlich auch gut, dass wenn man einmal drückt, dass er dann wirklich alles aufnimmt, was in der Umgebung liegt. Hier wird es auch nochmal Schrott sein, jawohl. Ja, Benzinpumpe. Oh, da steht ein Motorrad, vielleicht können wir da eine Benzinpumpe ausbauen. Sieht so aus. Jawohl. Bist du da? Ich hab das Teil. Ich gehe jetzt zum Highway. Dick! Ripper! Ripper! Nein. Oh mein Gott. Scheiße! Boozer, das ist eine Bredouille. Wir müssen ihm helfen, wir müssen ihm helfen. Boozer? Scheiße, wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Verdammt! Fuck, sag mal, ich sehe den Wald vor Bäumen nicht. Wie komme ich hier raus? Hier ist eine Tür. Okay, wo müssen wir hin? 75 Meter. Ich komme. Wir sollten sprinten. Warte. Oh, Knarre auswählen. Ripper. Ich höre sie. Er hört sie. Also Ripper sind diese Typen hier. Alter, was macht der denn? Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes. Tote Symbole der Verirrten. Runter von mir. Oh nein. Du musst hinabsteigen. Jetzt geht doch nicht unser bester Kumpel drauf hier, oder? Und wir gefunden. Oh, diese Bastarde. Wir zeigen ihn dir. Du bist keiner der Gefundenen. Du bist der Verehrte. Du bist verehrt. Steig hinab.
Steig hinab! Leck mich! Hinab! Alter! Diese Bastarde, ich muss ihnen helfen. Ich muss ihnen helfen. Deckung, geh etwas in Deckung und sie dann nehmen. Aufzustehen, okay, die sind wahrscheinlich auch bewaffnet, oder? Ich weiß es nicht. Scheiße. Okay, beim Zielen wechseln, okay, gucken wir mal. Ah ja, okay. Oh, die scheinen hier irgendwo zu sein, oder? Oh, ich wollte gerade schon schießen, ey. Oh, diese Bastarde. Hey, hier drüben! Ihr Dreckskerle, weg von ihnen! Oh! Die sind bewaffnet, ich hätte es wissen müssen. Kommt schon! Oh, fuck. Moment, ich muss mich kurz heilen, Digga. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Knusprig. Nein, der Arm sieht knusprig aus. Scheiße, wir müssen weg, Mann. Der sieht echt nicht gut aus. Fuck. Die kommen ganz plötzlich. Oh, okay. Ich kann mir diesen Schmerz echt vorstellen, Freunde. Nicht hinsehen. Mein scheiß Arm. Im Ernst. Nicht hinsehen. Ich will mir aber eigentlich gar nicht vorstellen. Boah. Scheiße. Oh mein Gott, jetzt kommen sie. Waren das auch Ripper? Nee, das waren doch so eine Zombies, ne? So eine Freaks. Ich dachte, wir kommen nie an. Hey, warum wartest du nicht hier und ich sehe nach, ob alles okay ist? Vergiss es. Da wartet ein Bett auf mich. Okay, oh Mann. Alles beim Alten hier. Was? Es gibt ja auch nicht viel zu klauen. Werd mich wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hol mein Bike. Ich suche was für deinen Arm. Kommst du klar? Ja. Gut. Ja. Ich sehe beim Nero-Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Warte. Schmerzmittel. Lass mein Bike nicht da. Nein, ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Hey, lass meine Flinte hier. Ist nicht sein Ernst. Boozer. Also gut. Nimm sie. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne sie so nackt. Das ist nicht sein Ernst. Wir gehen jetzt da raus. Ein Zombie-Gebiet. Und er will, dass wir seine Knarre da lassen. Ich meine, gut. Hat er hier Knarren? Ah ja, ist der Waffenschrank. Aber wir können noch nichts auswählen, oder? Nee, das ist nur unsere Pistole, die wir haben. Mit Schalldämpfer. Specials, was haben wir hier? Oh yes! Eine Armbrust, das ist natürlich auch nice, ne? Warte mal, haben wir hier noch eine Spezialwaffe? Nee. Primärwaffen haben wir nicht. Specials? Haben wir eine Armbrust und dafür müssen wir Bolzen herstellen. Natürlich auch nicht schlecht, ne? Schöne Armbrust, fetzt in. So, wir nehmen mal schön Munition mit. Können wir da nochmal ran? Nee. Okay, Licht können wir ausmachen. So, er macht erstmal ein Nickerchen. Ich kann es ja verstehen, aber wir müssen unbedingt seinen Arm... irgendwas für seinen Arm finden. So, wir werden uns erstmal heilen. Und dann noch einmal herstellen. So. Okay. Mal gucken. Wo können wir jetzt die Armbrust auswählen?
Das ist bei Spezial. Ah, hier. So. Was steht da? Einmal Zedern, Setzling und Schrott brauchen wir. Okay. Ja, sieht gut aus. Wunderbar. Dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Haben wir jetzt hier auch eine schöne Karte? Ah ja. Karte und Ziele. Wische nach rechts oder drücke R1, um die Karte anzuzeigen. Wähle und... Okay, probieren wir mal mit rechts. Fertigkeitenmenü. Wische nach unten, drücke R1. Oder drücke R1, um die Fähigkeiten anzuzeigen. Verbesserungskategorien sind... Okay. Inventarmenüs. Wische nach links oder drücke R1, um das Inventar anzuzeigen. Erhalte Informationen über Ausrüstung, Herstellung, Vorräte etc. Wische nach oben. Okay, das sind so Dreiermenüs sozusagen. Okay, gehen wir mal auf die Map. Okay, dann kann ich hier Story... Ah ja. So. Okay, Fortschritt. Er ist mein Bruder. Ja. In Stücke gerissen. Was heißt denn das mit den 4% abgeschlossen? Ich dachte, die Mission hätten wir geschafft. Nee, anscheinend nicht. Für die Fahrt rüsten. Jagd auf Leon, den haben wir doch aber abgeschlossen. Verstehe ich jetzt nicht, warum haben wir das bloß zu 50% abgeschlossen? Ja, finden wir auf jeden Fall noch raus. Denke ich mal, hier gibt es Sammelobjekte, hier gibt es Trophäen. Okay. Ein bisschen unübersichtlich auch, oder? Warte mal, wir wollten uns eigentlich die Karte anzeigen lassen. Karte R1. Ah ja. Ach, du liebes bisschen. Scheint auf jeden Fall eine größere Karte zu sein, Freunde. Oder die wird noch... Okay, wir sind jetzt hier. Da gibt's Benzin. Das ist diese Crazy Willys, wo wir vorhin waren. Und da steht... Da sind wir jetzt und da ist unser Bike. Also wir müssen jetzt wirklich in die Berge. Oh Mann. Okay, probieren wir das einfach. Probieren wir es einfach. Machen wir uns auf den Weg. Verdammt. Holen wir für unseren Dudesten. Dein Arm wird eben nicht wieder. Scheiß Dreck. Ich muss was für seinen Arm finden. Absolut. Wir müssen was für seinen Arm finden. Okay. Hier wohnen wir also. Okay, wir machen uns direkt auf den Weg. Ich nehme nicht Busas Bike. Ich muss meins holen, bevor es dunkel wird. Was zum Teufel? Ja, absolut. Busa, bist du wach? Da läuft jemand. Da läuft jemand, die müssen wir verfolgen. Ich habe da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Keine Ahnung, ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt, scheiß auf Koblenz. Oh, da liegt jemand. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Oh, Ausdauer ist verbraucht. Ah, so viel Ausdauer haben wir nicht. Ja klar, weil du dich nie bewegst, mein lieber Freund. Du sitzt nur auf deinem Bike mit deinem kleinen, entzückenden Arsch und bewegst dich halt nicht. Aber... Wir werden noch an Ausdauer dazu gewinnen, Freunde, weil wir können früher oder später unser Charakter auch leveln. Okay, wo geht er lang? Wo geht er lang? Jetzt bleibt er da hinten stehen. Ja. Bleibt er da hinten stehen? Sind das sind mehrere, ne? Das sind mehrere Leute. Oh yes. Verwende das Fernglas und drücke R2, um Gegner zu markieren. Das ist natürlich nice. Wenn du Gegner markierst, kannst du ihre Bewegung leichter verfolgen. Verfolgte menschliche Gegner zeigen ihre Aufmerksamkeitsstufen an. Niceness. Das probieren wir doch gleich mal. Warte mal, kann ich mich auch bewegen, wenn ich... Okay, mit R2 markieren. Zack.
auch hier wieder irgendeinen Gegner. Oh fuck. Warte mal, könnte ich die auch markieren? Das wäre natürlich auch geil. Kann ich, tatsächlich. Okay. Schleichen wir uns mal an diese Mistkerle ran. Und da hinten ist auch wieder eine. Oh Gott. Oh Gott, die haben mich gerade gesehen, oder? Ja. Fuck, fuck, fuck. Oh Gott. Also schießen, muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde. Das ist echt mies. Süß sind sie, so hübsch. Oh mein Gott. Wir sind wieder fast draufgegangen, Freunde. Und wie ihr seht, wir haben einen Tag- und Nachtmodus. Das ist natürlich echt nice. Das ist wirklich nice. Das ist richtig nice. So, wir sind wieder voll. Puh. Ja. So, liebe Freunde, die Folge neigt sich schon wieder dem Ende. Und falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet auf jeden Fall in die nächsten Folge rein. Denn dann zocken wir weiter. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung und einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Ja, und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall noch ein kostenloses Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine Lieben, immer schön lecker bleiben und tschüss!